Feuerwehr Fullertal wurde gegen 18.30 Uhr zu einem Wassernotfall alarmiert. Es sollte sich um eine vermisste Person im Wasser handeln. Feuerwehr Fullertal ist dann mit mehreren Booten, also momentan zwei Booten der Feuerwehr Fullertal, ausgerückt und hat den Bereich rund um das Schleusenwehr Warnhausen abgesucht. Zur Unterstützung waren noch die DLRG aus Vellmar im Einsatz, sowie der Rettungsdienst aus Vellmar, Wasserschutzpolizei und der Christoph 7 zur Suche. Was ist jetzt hier die Schwierigkeit? Aktuell die Schwierigkeit ist, dass wir das Schleusenwehr haben. Es ist ein Bereich, in dem primär nicht getaucht werden kann vor dem Schleusenwehr. Und die schlechten Sichtbedingungen in der Fulda, da die Fulda momentan relativ aufgewühlt ist durch die vorangegangenen Regenfälle. Wie groß ist denn das Suchgebiet? Kann man das? Also wir suchen aktuell 1 bis 1,5 Kilometer vor dem Schleusenwehr und mehrere Kilometer unterhalb des Schleusenwehrs, dort aktuell bis zur Ortseinmündung Knickhagen. Wir haben momentan die Feuerwehr Kassel noch zur Unterstützung. Die wird standardmäßig im Landkreis Kassel alarmiert, sobald es ein Wassernotfalleinsatz ist. Sie kommt mit einer Tauchergruppe und mit einem zusätzlichen Rettungsboot hier an die Einsatzstelle. Zusätzlich haben wir noch die DLRG Vellmar hier. Die war zufälligerweise im Ausbildungsdienst in unserem Fulda-Abschnitt tätig und war dadurch sehr, sehr schnell einsatzbereit und hat auch erste Suchmaßnahmen eingeleitet. Wir werden momentan voraussichtlich bis zum Sonnenuntergang, also bis Dämmerungseintritt, werden wir die Suche fortsetzen, um möglichst alle Varianten und alle taktischen Varianten auszuschöpfen. Sollten wir bis dahin nicht fündig sein, werden wir morgen früh bei Dämmerungsbeginn die Suche weiter fortsetzen.